Mein Name ist André Breving, bin 46 Jahre alt und komme gebürtig aus Köln. Seit 18 Jahren lebe ich im Rhein-Sieg-Kreis. Ende 2015 beging mein Leidensweg. Und zwar hatte ich dort Probleme mit dem Herzen. Wurde im Frühjahr 2016 dann am Herzen operiert und anschließend in Reha geschickt. Und dort fingen dann die ersten neurologischen Probleme aufzutreten an. Das erste Symptom, was ich hatte, war tierische Schmerzen im Fuß, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Am Anfang wurde das alles noch belächelt, auch von Ärzten. Ah, das sind Überbelastungen, man sollte auf das Gewicht achten und einfach mal drüber hinweg trainieren. Ein paar Wochen später ist mir die Sehne unterm Fuß abgerissen. Da wurden sie das erste Mal hellhörig, weil diese Sehne reißt eigentlich nie. Try to catch me howling at the moon. Nach einer ersten Operation hatte ich ca. 1,5 Jahre damit zu kämpfen, wieder normal laufen zu können. Aber in der Zeit bin ich das erste Mal mit Rahm in Verbindung getreten und habe von Rahm erfahren, was für Hilfsmittel ich für den Alltag benötige. Durch diese neurologische Geschichte hat sich mein Fuß halt verformt. Mein Fuß wurde versucht, wieder in eine normale Position zu bringen. Und das ging auch ganz gut, die Operation. Das Ganze hat 3 Monate gedauert, bis ich das erste Mal überhaupt diesen Fuß belasten durfte. Und schnell stellte ich aber dann fest, dass nach den ersten Belastungsübungen der linke Fuß, der gesunde Fuß, genau die gleichen Schmerzen aufwies. Und da hat man mir dann endlich geglaubt und hat mich dann wirklich auf den Kopf gestellt. Und da kam dann halt raus, dass ich das Charcot-Marie-Tooth-Syndrom habe und dass mir die Nerven und Muskulatur in Armen, Beinen, Händen und Füßen absterben. Erstmal fiel ich in ein Loch, klar, denn so eine Diagnose möchte man nicht hören. Aber da bin ich dann auch auf Rahm zugegangen und hatte hier direkt Unterstützung und wurde echt mit offenen Armen empfangen. Was steht dir überhaupt jetzt zu? Du bist jetzt auch eine Person, die pflegebedürftig ist, die einen Behindertenstatus braucht. All diese Dinge hatte man vorher nie auf dem Schirm. Man wusste nicht, wo muss ich mich dran wenden. Aber auch da hilft Rahm einem und zeigt einem die Möglichkeiten und gibt einem einen Fahrplan mit an die Hand, welche Dinge ich nun heute erreichen kann, auch mit Behinderung. Wie komme ich ins Haus rein, war das so das nächste Thema. Da hat mir Rahm eine mobile Rampe zur Verfügung gestellt, die man ausziehen kann. Da habe ich hier zum Beispiel ein Handbike ausprobiert und dieses Handbike hat mir das Gefühl von Lebensqualität zurückgegeben. Man hatte sofort Bilder im Kopf, wie man mit der Familie Radtouren machen kann, weil man kann mithalten. Man ist draußen, man bewegt sich, man sportelt draußen wieder und das finde ich ist ein Riesenvorteil. Ein Rahmheld, dem sehe ich gar nicht so. Ich sehe eher die Mitarbeiter hier bei Rahm als meine Helden an. Danke. Rahm, wir schaffen Lebenswerte.